Juni 2022. Ich hatte das Bewusstsein im Badezimmer zu Hause verloren. Wog gerade einmal 28 Kilogramm, mein Blutzucker war unter 30 gefallen. Ich war kreidebleich und meine Mutter musste den Notarzt rufen und ich wurde direkt auf die Intensivstation befördert. Von da an würde sich mein Leben für immer verändern. Ich war in einem so kritischen Zustand, dass Ärzte nicht wussten, ob ich das überleben würde, aber irgendwann bekam ich tatsächlich wieder das Bewusstsein zurück und ich erinnere mich daran, dass das Erste war, was ich neben mir sah und wahrnahm, ein Glas Apfelsaft und ich bekam es, um eben meinen Blutzucker zu stabilisieren. Ich hatte Infusionen in mir, um mich zu stabilisieren und ich hörte nur, dass jemand sagte, sie ist wach, sie ist wach. Und ich hatte starke Schmerzen im Bein, weil sie versucht hatten, glaube ich, auch dort Infusionen reinzubekommen. Und abgesehen davon fühlte ich mich etwas benebelt und versuchte gerade wieder in die Realität zu kommen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde. Und dann entwickelte sich die Angst. Ich hatte so viele Monate gekämpft, um genau dieses Schicksal abzuwenden. Ich wusste, dass ich letztendlich in einem körperlich so schwachen Zustand war, dass ich nichts mehr alleine im Grunde bewerkstelligen konnte. Und ich hasste diese komplette Abhängigkeit von der Welt. Und ich wollte doch in Kontrolle bleiben. In Kontrolle über mein eigenes Leben, über meine Unabhängigkeit. Und meine Vorgeschichte ist, dass ich eine chronische Darmkrankheit habe seit 2020, seit einer Blinddarm-OP, die auch mit einer Bauchfellentzündung einherging und dann auch mit sehr starken Antibiotika behandelt worden ist. Danach hatte ich keine gute Nachsorge und das führte dazu, dass ich seitdem eben chronische Darmprobleme habe, sodass Essen immer verknüpft war mit starken Schmerzen und auch bis heute ist. Und ohne darauf jetzt tiefer einzugehen, das ist eine Sache, die eben für mich hauptsächlich mental zu bewerkstelligen ist. Denn ich habe Intoleranzen entwickelt, die ich soweit managen kann, dass ich eben aufpasse, was ich esse. Und ich habe viel mit Ernährung eben so weit regeln können, dass ich meinen Alltag besser bewältigen kann. Aber die Schmerzen bleiben präsent. Und der einzige Weg, sie auszuhalten, ist, sie auszuhalten. Aber um solche Schmerzen auszuhalten und das täglich und so ein diszipliniertes Leben zu führen, musst du einen Sinn haben. Und das ist der Kern dieses Videos. Ich möchte kein Mitleid ernten, weil ich bin kein Mitleidsfall. Und das ist auch etwas, ein ganz wichtiges Thema, das mich im Krankenhaus begleitet hat. Ich war 8 Wochen im Krankenhaus, 2 Wochen davon auf der Intensivstation und ich musste alles von vorne lernen. Ich musste laufen von vorne lernen. Ich konnte mich nicht aus dem Bett aus eigener Kraft heben. Ich war wirklich nicht mehr als Haut und Knochen. Und ich hatte trotzdem so viel Leben in mir. Und ich wusste, dass ich es schaffen würde, wenn ich an mir arbeite. Und wenn ich mich selbst nicht aufgebe. Deswegen lag es alleine an mir, mich selbst nicht aufzugeben. Und ich glaube, die Ärzte hatten dieses Gespür auch. Aber sie sahen nicht diesen Lebenswillen. Sie sahen nicht, dass ich mich nicht aufgeben würde. Leider wurde ich eingeliefert mit einer Anorexie-Diagnose, die eben nicht diese Darmproblematik mit beachtete. Und somit war ich für die Ärzte und die Menschen, die Schwestern, die nur meine Diagnose sahen, war ich nur eine Nummer, ein Patient in einer Akte und nicht viel mehr als das. Und dadurch wurde nicht der gesamte Mensch gesehen. Und ich verstehe das auf eine gewisse Weise, weil das medizinische System so problematisch und so schwierig ist. Und ich habe furchtbaren Respekt vor den ganzen Schwestern und Ärzten, die dort arbeiten, jeden Tag sehr hart arbeiten unter wirklich stressigen Bedingungen. Das habe ich ja mitbekommen. Und da kann man manchmal nicht viel mehr machen, als einfach seinen Plan abzuarbeiten und irgendwie zu hoffen, dass man selbst sein eigenes Leben noch auf die Reihe bekommt. Man kann nicht der Retter jedes einzelnen Patienten sein. Wir sind unsere eigenen Retter. Und deswegen habe ich umso mehr Dankbarkeit für die, die menschlich für mich sehr intim und eng da waren und mir Respekt entgegengebracht haben in einer Zeit, in der ich dachte, dass ich so wenig war. Und trotzdem hatte ich so viel noch in mir.
Auf der Intensivstation war ich nicht die Einzige und tatsächlich war dort eine zweite Patientin, eine junge Frau, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, die dort tatsächlich mit einer sehr schweren Anorexie war und ich werde auch nicht viel mehr über sie preisgeben, aber unsere Krankheitsverläufe waren komplett verschieden und wir hatten wunderbare Diskussionen und Austausche und ich bin so dankbar, dass ich diesen Engel eines Menschen kennenlernen durfte. Und wir beide waren frustriert manchmal über die Behandlung mit Schwestern und durch Ärzte und fühlten uns missverstanden und wollten gegen diese Stigmatisierung ankämpfen. Aber gleichzeitig war ihre Wahrnehmung so anders als meine, weil wir mit der gleichen Diagnose ganz andere Empfindungen auf mentaler Ebene hatten. Wir wollten für andere Dinge kämpfen. Und ich persönlich konnte mich nicht mit diesem Anorexie-Stigma identifizieren. Und ich wollte essen und ich wollte mich rauskämpfen. Aber ich brauchte etwas, das es die Schmerzen wert machte. Diese Schmerzen, die ich erlebte zu dieser Zeit, jeden Tag, nicht nur die Darmschmerzen, sondern alleine so einen kaputten Körper zu haben, der wirklich nur am seidenen Faden hing. Das ist eine ganz andere Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Die Haut ist trocken, alles in dir trocknet aus und du fühlst, wie dein Körper bereit ist zu sterben. Aber gleichzeitig deine Seele ist es nicht. Meine Seele war es nicht. Ich war nicht bereit zu sterben. Und ich wusste, wenn ich wieder zu meinem Ursprung, zu meinem Körper zurückfinde, wenn ich mich mit meinem Körper vereine, dann ziehe ich meinen Körper da raus. Und dann sage ich meinem Körper, ich nehme dich an die Hand und dann kommst du wieder mit mir. Und wir gehen da gemeinsam raus. Und diese Erkenntnis, das war der Schlüssel zu meiner Heilung. Es war sehr schwierig für mich Gehör zu finden unter Ärzten und unter Schwestern. Und ich wusste auch natürlich warum. Und ich hatte Angst, in den Spiegel zu sehen. Denn ich sah so furchtbar aus. Ich war nur eine Grimasse meiner selbst. Ich konnte mich gar nicht mit mir selbst identifizieren. Und ich musste lernen zu lächeln. Ich musste lernen, mich mit dem zu identifizieren, was ich war, auch wenn ich mich nicht darin sehen konnte. Und während ich langsam, wirklich mit winzigsten Schritten, noch nicht einmal mit Schritten, am Anfang musste ich gerade lernen, mich aus dem Bett zu heben, während ich meine Muskeln wieder aufbaute, während ich mich nährte mit Essen und mit allem, was ich mir irgendwie zuführen konnte, an meditativem Input, an intellektuellem Input und an heilsamen Konversationen mit anderen Menschen auch. Während ich meine Muskeln wieder aufbaute, musste ich vor allem meine Lachmuskeln aufbauen. Und das war wertvoll. Ich lernte, dass wenn ich es schaffte, Dinge mit anderen Menschen zu teilen, in einem Zustand, in dem ich so wenig hatte, dann konnte ich in mir selbst erkennen, was ich doch alles tatsächlich hatte. Wenn ich doch noch etwas teilen kann, obwohl ich so wenig habe, wow, dann habe ich Überfluss, obwohl ich so wenig bin. Und es war herrlich, Dinge zu teilen. Es war herrlich, mein Wissen zu teilen. In dem Moment wurde mir erst klar, du hast noch so viel Wissen. Du hattest nur absolut keine Chance, es in den letzten Monaten irgendwie herauszutragen in die Welt, weil ich einfach nur noch auf mich selbst, auf meinen Kampf mit mir selbst fokussiert war und ich einfach nur wollte, dass es irgendeine Lösung geben würde. Und diese Lösung würde nicht kommen. Ich musste so tief sinken. Ich musste an diesen tiefsten Zustand kommen. Ich musste die absolute Hölle durchleben, damit ich den Himmel wieder sehen konnte. Und das größte Geschenk, was mir gemacht wurde im Krankenhaus während meiner Therapie, war die Freiheit. Mein Chefarzt ist für mich persönlich ein absoluter Held, denn er hat in mir einen Menschen gesehen. Und nicht nur irgendeinen Menschen, sondern einen Menschen, den er respektiert, obwohl er so wenig war. Ich war so wenig. Ich war so ein kleiner Mensch und ich fühlte mich so wertlos. Aber dadurch habe ich wieder meinen eigenen Wert gefunden. Und deswegen geht mein größtes Danke an meinen Chefarzt heraus. Und mit ihm hatte ich wunderbare Konversationen über alle möglichen interessanten Themen,
klinisch, neurobiologisch und auch darüber hinaus auf einfach politisch-philosophischer Ebene. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und ich hoffe vielleicht auch umgekehrt. Und die Tatsache, dass ich etwas geben und etwas erhalten konnte und etwas erreichen konnte, in einer wunderbaren Wechselwirkung, das war die heilsamste Erfahrung überhaupt in diesem Zustand. Und das hat mir die Kraft gegeben, die Motivation, die Schmerzen durchzustehen, ohne zu wissen, wofür es gut sein würde, langfristig. Ich hatte nichts mehr, ich hatte keine Ziele. Ich wusste nicht, wo es hingehen würde. Ich hatte meine gesamte Existenz im Grunde verloren und aufgegeben. Sogar meine familiären Bindungen musste ich erst einmal zur Seite stellen, weil es dort zu viel Konfliktpotenzial gab. Deswegen, ich wusste, wenn ich hier rauskomme, keine Ahnung wohin. Und ich würde danach auch eine Weile alleine leben müssen. Und ich war noch gar nicht in dem körperlichen Zustand. Stellt euch einmal vor, ihr seid in einem Körper, der nicht fähig ist, alleine zu leben. Aber ihr wisst, sobald ihr hier rauskommt und ihr müsst hier bald raus, weil die Betten auch nicht ewig verfügbar sind, dann müsst ihr irgendwie alleine klarkommen. Ins kalte Wasser geworfen. Also gab es keine Alternative. Ich musste für mich kämpfen. Ich musste mich da rauskämpfen. Ich musste stark werden. Und deswegen brauchte ich einen Sinn. Und ich musste meinen eigenen Wert wiedererkennen. Und deswegen war es für mich tatsächlich so, es war nicht einfach die Therapie, es war nicht die Behandlung an sich. Natürlich war das alles sehr, sehr unterstützend. Aber die Essenz, der Kern des Ganzen, der Katalysator war die Freiheit für mich, dass mir die Freiheit gegeben wurde, auf meinen Körper zu hören, zu wissen, was ich essen will, wann ich welche Aktivitäten haben will. Und einfach, dass ich wieder dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstgefühl entwickle. Das war das Wichtigste. Ich habe wieder auf mich gehört. Ich habe meinem Körper gesagt, okay, ich werde dich gut behandeln und wir schaffen das gemeinsam hier raus. Ich werde die Resilienz aufbauen, die Schmerzen zu ertragen, damit du deine Arbeit machen kannst und damit du über dich selbst hinauswachsen kannst. So habe ich es letztendlich geschafft. Und deswegen, das ist der kritische Faktor im medizinischen System generell, der an vielen Ecken und Enden fehlt, die Menschen zu sehen. Die Menschen als Menschen zu behandeln und ihnen die Möglichkeit zu geben, auf ihren Körper zu hören und das zu vermitteln, was ihnen gerade gut tut. Besonders bei Patienten, die als psychologische gestörte Fälle stigmatisiert werden. Ich war ein solcher Fall. Und es gab viele Schwestern und auch Ärzte, die in mir einfach eine Irre gesehen haben. Und ich musste das Selbstvertrauen behalten, dass ich nicht irre bin und dass ich weiß, wofür ich hier kämpfe und dass ich auf einem guten Weg bin. Es gab auch einige, die leider politisch von mir gehört hatten und wussten, wer ich bin. Und natürlich sollte man das trennen. Den Patienten und die Therapie von wer dahinter steht und was er beruflich macht und so. Aber das geht natürlich menschlich oft nicht. Und so weiß ich, dass viel Geläster auch hinter meinem Rücken stattfand. Und viele glaubten mir nicht. Viele dachten, dass ich meinen Chefarzt manipuliere. Und ich bin dankbar für die, die ihr Vertrauen in mir behalten haben. Vertrauen ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Deswegen, mein Herz gehört den Menschen, die ihr Vertrauen in mich nicht verloren haben. Danke. Das war das in Kooperation mit der Freiheit, die mir gegeben worden ist, durch dieses Vertrauen. Das war das größte Geschenk. Das war der Schlüssel zu meiner Heilung plus eben mein Selbstbewusstsein und meine Überzeugung, dass ich es schaffe und dann mein unglaublicher Lebenswille. Aber meine Geschichte geht weiter, denn nach dem Krankenhaus, wie gesagt, ich war noch in einem sehr, sehr fragilen Zustand, zwischen ja, knapp über 30 Kilo, um die 35 Kilogramm. Ich sah immer noch sehr, sehr bemitleidenswert aus. Ich wollte aber nicht bemitleidet werden, denn ich fühlte mich schon deutlich stärker und vor allem mental.
war ich überzeugt, dass ich es schaffen würde. Aber offensichtlich wurde ich von 99% der Menschen mit einer Todesmitleids-Empathie begutachtet. Oh, sie liegt im Sterben. Ich fühle mit dir. Das wollte ich nicht. Aber ich wusste auch, dass ich es nicht ändern könnte, weil wahrscheinlich würde ich jemanden, den ich so sehe, wahrscheinlich würde ich genau dasselbe denken. Vielleicht ist es auch in vielen Fällen so. Aber man kann eben nicht sehen, ob jemand gerade auf dem absteigenden Ast oder auf dem aufsteigenden Ast ist. Und ich war auf dem aufsteigenden Ast. Und ich wusste, ich muss dem Ganzen ein paar Monate Zeit geben und ich muss weiterhin für mich kämpfen. Und dann beweise ich es all diesen Menschen. Und deswegen, ich hege auch keinen Hass, keine Ablehnung gegen die Menschen, die mich als hoffnungslosen Fall sahen. Sondern ich bin einfach dankbar für die, die das nicht gesehen haben. Sondern die mir vertraut haben und die vollkommen überzeugt waren, dass ich es schaffen würde. Weil jede Bestätigung, die ich bekommen habe, hat in mir selbst den Drang inspiriert, diesen Kampf weiter anzugehen. Aber versteht mich nicht falsch, es war unglaublich hart. Und vor allem, weil ich dadurch eben auch sehr enge Verbindungen, auch familiär, damals verloren hatte. Und ich möchte keine schlafenden Geister wecken, deswegen werde ich darauf auch gar nicht näher eingehen. Ich sage nur, es ist ein Teil meiner Geschichte. Und auch da hege ich inzwischen keine starke Ablehnung mehr. Aber ich musste das mit mir selbst ausmachen. Hass löst das Ganze nicht, tut es nicht. Sondern selbst zu identifizieren, was tut dir gut, wer tut mir gut in dieser Situation. Und wenn wir gewisse Wunden später noch zwischen uns heilen können, dann ist das schön. Aber jetzt gerade habe ich nicht genug Pflaster verfügbar und die muss ich gerade für andere Dinge verwenden. Für den Rest meiner Heilung. Und so versuchte ich, mich auf diese Aspekte der Heilung zu fokussieren, die ich heilen konnte. Ein Schritt nach dem anderen. Kleine Verbesserungen mit jedem einzelnen Tag. Und ich musste viel weinen. Weinen löst keine Probleme. Weinen bringt überhaupt nichts. Deswegen, wenn du einfach nur als Heulsuse in der Ecke liegst, dann bist du ein hoffnungsloser Fall. Aber manchmal musst du Platz machen. Und ich musste Platz machen und all diese Überforderungen, diese überwältigenden Gefühle von es ist nicht noch so ein weiter Weg von mir, so viele Hürden, die ich noch überkommen muss. Wie soll ich das schaffen? Ich kann das nicht. Mein Körper ist noch viel zu schwach. Mein Geist ist noch viel zu schwach. All das, was vor mir steht, kann ich nicht bewältigen. Und das war auch so. Ich konnte das alles nicht bewältigen. Aber mein zukünftiges Ich konnte es. Und ich musste einfach das Vertrauen behalten, dass ich dieses zukünftige Ich aufbauen konnte. Und dieses zukünftige Ich, das würde das easy schaffen. Und jetzt bin ich viel stärker und jetzt schaffe ich all die Dinge mit einer Leichtigkeit, die vor noch nicht allzu vielen Monaten unmöglich schien. Deswegen, der Schmerz wird niemals geringer. Aber die Resilienz wird stärker. Das ist das Geheimnis der Schmerzbewältigung. Einen Grund zu haben, die Schmerzen auszuhalten und gleichzeitig mit diesen Schmerzen umzugehen durch eigenes Wachstum. Und das möchte ich weiterhin so praktizieren. Ich möchte mich nicht wieder in ein Loch fallen lassen, so dass ich in diese Spirale komme, aus der ich dann nicht wieder herauskraxeln kann. Ich weiß jetzt, dass ich das Härteste bewältigen kann. Und das gibt mir unglaublich viel Mut. Das gibt mir sehr viel Mut und sehr viel Zuversicht für meine gesamte Identität. Und darauf kann ich auch stolz sein. Es ist nicht der Schmerz, der wirklich so qualvoll ist, sondern es ist die Angst vor dem Schmerz. Ich hatte ständig, auch im Krankenhaus, gab es Dinge, die ich angehen musste,
Dinge, die ich über mich ergehen lassen musste. Und ich wusste schon vorher, dass sie anstanden. Und ich wusste, das wird verdammt schmerzhaft. Und diese Angst, die nagte und die klebte an mir. Die sog mich auf. Aber ich war gezwungen, diese Situation zu durchstehen. Und dann hatte ich es bewältigt und dann war auch gut. Und dann war ich stärker. Und so ist es auch heute noch mit Training, generell Sport. Der Schmerz wird anstehen. Aber wenn du dir sagst, ich habe schon so viel geschafft, das schaffe ich auch, dann ist der Schmerz erträglich. Denn die Angst vor dem Schmerz ist das, was uns wirklich paralysiert und vor allem macht es uns egoistisch, weil dann sehen wir nichts anderes auf der Welt mehr. Und dann haben wir auch nicht mehr die Kapazität, mentale Energie in unsere Selbsterfüllung und unsere Selbstverwirklichung zu investieren und dann haben wir keinen Sinn mehr im Leben, weil dann ist der einzige Sinn einfach nur die Angst vor dem Schmerz. Wenn ich aber mir sagen kann, okay, da sind Schmerzen in meinem Leben, aber ich habe auch Platz für meine Selbstverwirklichung. Dann lohnt sich. Dann lohnt sich das Aushalten des Schmerzes. Und wie gesagt, harte Zeiten werden immer kommen und dann werden auch die Momente der absoluten Überforderung und der Verzweiflung kommen. Bis heute, ich empfinde ganz viel Verzweiflung. Dann lasse ich es raus. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich es kann. Ich rede sehr viel darüber, wie wichtig es war, mich selbst zu finden und mich in mir selbst zu stabilisieren. Aber dazu gehören meine Liebsten. Und ich brauchte den Austausch mit anderen, die für mich da waren und sind. Und das brauche ich immer noch und das brauchen wir alle. Wir brauchen die Menschen, die wir lieben und die uns lieben. Und Liebe ist wirklich das wertvollste Gut, das wir teilen können. Denn Liebe wächst, je mehr wir sie auch nach außen tragen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns nicht auf einzelne Individuen fixieren, sondern dass wir unsere Liebe wie eine Welle um uns herum verbreiten und auch auf solche Weise empfangen. Ich musste lernen, dass wenn ich ganz fixiert mit meiner Liebe einen Strahl aussende und einen Strahl zurück erwarte, dann bin ich viel zu abhängig von einer ganz spezifischen Art von Liebe. Ich muss mir Liebe in verschiedensten Formen, in verschiedensten Farben und Mustern und Intensitäten suchen. Liebe zu meinem Tieren, zu der Natur, zu der Umgebung, Dankbarkeit für die kleinen Dinge. Dankbarkeit für alles, was ich erreichen kann. Liebe auch für mich selbst. Und dann eben die intensive Liebe zu anderen Menschen. Familiär, freundschaftlich, beziehungstechnisch. Und das alles sind nicht die gleichen Formen von Liebe, aber sie sind alle gleichwertig wichtig. Wir müssen sie alle erleben, um das volle Spektrum auszufüllen und um ein vollständiger Mensch zu sein. Das sind die wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe. Und ich stecke auch Liebe in meine Arbeit. Ich stecke Liebe in dieses Video, euch meine Geschichte zu erzählen. Das mache ich mit Liebe und deswegen bin ich auch dankbar für die Liebe, die ich zurückerhalte. Und das in Form von Kommentaren, in Form von Likes. Und ich weiß, das klingt heute alles so oberflächlich. Wir definieren uns über Likes und über Views, über Zuschauerzahlen, all diese Zahlen und über die finanzielle Unterstützung, die dabei rumkommt, Kapitalismus. Aber das alles, das ist nur eine Übersetzung einer liebevollen Intention. Das wird alles verpackt in diese Zahlen. Aber es ist eine Repräsentation einer Form von Liebe. Und deswegen kann ich das wirklich mit einer liebevollen Dankbarkeit wertschätzen. Wenn ihr meinen Content teilt und schätzt, dann ist das für mich nicht ein Zahlenspiel, sondern dann ist das für mich eine wertvolle Interaktion. Natürlich ist es besonders schön, wenn ich direktes Feedback erhalte durch Kommentare und viele Menschen geben sich sehr viel Mühe auch damit, was sie schreiben, was sie sagen. Und
dann sind natürlich auch finanzielle Unterstützung ist nicht einfach nur eine Art, mich mit Scheinen zu bewerfen, wie in einem Stripclub, sondern jemand zeigt, dass er gerne daran teilhaben möchte, mein Überleben zu gewährleisten. Denn wie gesagt, das ist meine Arbeit. Und insofern ist diese gesamte Interaktion auf Social Media wirkt oft so kalt. Aber ich finde, wenn wir sie verknüpfen mit möglichst direkten Interaktionen und mit empathievollen Kommentaren und auch mit respektvoller Kritik und mit gutem Austausch, dann ist das Ganze nicht so kalt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Community-Aspekt auch pflegen darf in diesem Bereich. Weil das ist so ein wichtiger Aspekt, der mir Lebensmotivation gegeben hat und bis heute gibt. Unterstützung kommt in vielen Formen und das sowohl im realen Leben als auch auf der Social-Media-Welt. Und solange wir eine Balance von beidem halten, finde ich beides vollkommen legitim. Das ist einfach ein Teil der modernen Welt, wie wir einander unterstützen und Liebe füreinander zeigen. Deswegen zum Abschluss möchte ich mich wirklich von Herzen für jegliche Art der Unterstützung für dieses und für andere Videos und für meinen Content bedanken. Und für auch ganz besonders die Menschen, die wirklich seit Jahren mich schon kennen und mich unterstützt haben, auch gegen jegliches Stigma, das gegen mich da draußen existiert. Auch das ist ein Teil der Online-Präsenz, aber auch der realen Präsenz. Wir sind immer belastet mit stereotypischen Stigmata. Und das ist okay, weil Stereotypen basieren immer auf etwas Realität. Und wenn wir unser Selbstbewusstsein nicht verlieren, sondern wenn wir einfach zu uns stehen können und wissen, wer wir sind, dann spielt das alles keine Rolle. Denn dann können wir uns selbst beweisen, wer wir sind und auch der Welt beweisen, wer wir sind. Deswegen verliert euch nicht selbst. Vertraut darauf, dass ihr wisst, was euch gut tut und lasst euch nicht von vermeintlichen Autoritäten in die Enge zwängen, sondern verschafft euch Gehör und arbeitet mit diesen Autoritäten zusammen. Autoritäten haben oft Gutes zu sagen. Beispiel mein Chefarzt und deren Hinweise, deren Hilfestellung entgegenzunehmen, ist wunderbar und ist wertvoll. Solange wir es nicht zu einem tyrannischen Dogma zelebrieren. Denn wir alle sind als Individuen stark und haben unfassbar viel Potenzial. Ich wünsche euch allen, dass ihr euer Potenzial erkennt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.